Mittlerweile weiß gar keiner, was eigentlich bei Palantir los ist, denn der Kurs der Aktie ist nach den Quartalszahlen auf einmal nach oben explodiert. Jetzt mittlerweile ist er wieder gesunken. Keiner weiß so genau, was passiert da gerade. Und genau das werden wir heute beantworten, denn es gibt Gründe, warum die Aktie sich so verhält und auf die gehen wir heute ein. Daher werden wir uns einmal die Quartalszahlen bzw. die aktuellen Zahlen von Palantir anschauen. Und als allererstes beginnen wir aber wie immer mit der Chartanalyse. Und wenn wir uns den Palantir-Chart anschauen, dann sehen wir natürlich klar, gestern nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ist der Kurs auf einmal explodiert. Wir hatten hier teilweise ein Plus von 17-18%, was natürlich sehr, sehr krass ist. Wenn wir jetzt von dem Hoch ausgehen und schauen, was danach passiert ist, dann sehen wir, dass die Aktie auch danach wieder sehr, sehr stark abgefallen ist. Danach hatten wir auch knapp minus 7% gesehen, dass die Aktie nach unten gefallen ist. Viele fragen sich jetzt logischerweise, okay, womit hängt das Ganze zusammen? Das hängt definitiv mit den Zahlen und mit der Präsentation von Palantir zusammen. Und auf die werden wir gleich auch im Näheren eingehen. Das kann ich auch ganz gut erklären. Wir sehen aber auf jeden Fall hier an der Chartanalyse, dass wir im 1-Stunden-Chart zumindest hier die 200-Tage-Durchschnittslinie als Supportlinie gehabt haben. Hier sind wir dann abgeprallt und auf einmal so nach oben geschossen. Jetzt sehen wir hier auch dieses sehr, sehr starke Gap. Also wenn ich hier zum Beispiel in den Tageschart wechsle, dann sehen wir, dass wir hier ein sehr, sehr starkes Gap haben. Und normalerweise, wie ich das euch schon oft erklärt habe, ist es so, dass diese Gaps auch früher oder später geschlossen werden. Das heißt, man sollte hier auf jeden Fall davon ausgehen, dass Palantir Potenzial hat, noch etwas tiefer zu fallen. Das sollte man definitiv im Auge behalten. Man muss auch ganz klar sagen, aus chartanalytischer Sicht, wenn man sich jetzt nicht die Quartalszahlen selber anschaut, aber wie gesagt, auf die gehen wir gleich ein, dann müssen wir ganz klar sagen, haben wir hier noch einige Hürden vor uns, wie zum Beispiel die 200-Tages-Durchschnittslinie, die auf jeden Fall als Resistance fungieren wird. Wir haben hier einmal diese Resistance-Linie, von der wir schon einmal abgeprallt sind, bei der ich vorher noch in einem Video gesagt habe, dass die sehr, sehr schwer sein wird zu durchbrechen. Da waren wir hier bei dieser Kerze und da hatte ich zu Vorsicht geraten, aber all diese Videos sind natürlich keine Handlungsempfehlungen, ihr müsst selber entscheiden. Auf jeden Fall sind wir dann hier abgeprallt und nach unten gefallen. Dann hat man knapp minus 18% gesehen bei der Aktie. Dann hatten wir die Quartalszahlen und man sieht das jetzt eigentlich schon ganz gut an den Quartalszahlen, ohne dass wir im Detail jetzt schon darauf eingehen, dass wir hier die Quartalszahlen sehr, sehr gut abgeliefert haben bei Palantir. Denn die Erwartungen der Analysten wurden das erste Mal erfüllt und zwar das erste Mal seit langem. Also wenn ich hier rauszoome, dann seht ihr hier die letzten Quartale, wurden die Erwartungen kein einziges Mal erfüllt und genau das gleiche habe ich tatsächlich auch diesmal erwartet. Das war jetzt eine sehr, sehr krasse Überraschung für die meisten Leute. Deswegen ist die Aktie natürlich auch so nach oben geschossen. Hat ein bisschen auch was mit einer Kennzahl zu tun. Wir sehen aber auf jeden Fall bei den MACD-Linien wechselt die Aktie gerade in einen Aufwärtstrend. Zumindest sieht es so aus. Beim RSI-Indikator sind wir auch gerade noch nicht im Überkaufbereich. Das heißt, kurzfristig könnte es durchaus sein, dass wir wieder hier nach oben steigen zu dieser Resistance-Linie und da wird es natürlich sehr, sehr spannend werden, ob wir schaffen, das Ganze zu durchbrechen oder eben nicht. Trotzdem muss man immer noch Stand heute sagen, dass wir immer noch in einem Abwärtstrend sind bei Palantir, also das darf man definitiv nicht vergessen. Es kann aber durchaus sein, dass wir aufgrund dieser guten Quartalszahlen erstmal so einen Aufwärtstrend, vielleicht sogar erstmal hier an dieser Resistance-Linie so eine Seitwärtsbewegung haben bis zum nächsten Quartal und dann, wenn das wieder ein gutes Quartal sein wird, dass wir hier dann eben ausbrechen und nach oben gehen. Wobei ich ganz klar sagen muss, man sollte von Palantir jetzt keine Wunder erwarten. Also es ist jetzt keine Aktie wie Tesla, die innerhalb kürzester Zeit 100% machen kann. Das definitiv nicht. Und das hängt natürlich auch logischerweise mit dem Geschäftsmodell von Palantir zusammen. Denn ihr meisten müsst ja klar sein, dass Tesla ganz anders aufgebaut ist und aufgebaut war als Palantir, hatte deswegen eine ganz andere Wachstumsstory, hat auch ganz anderes Potenzial. Die schaffen es wirklich jedes Quartal sehr, sehr gut zu performen, weil sie natürlich auch einfach nur Fahrzeuge an den Endkonsumenten dann eben verkaufen. Das heißt, die können auch wirklich exponentiell wachsen. Palantir versucht in diesem kommerziellen Bereich, wo sie dann irgendwann exponentiell wachsen können, sehr, sehr stark zu wachsen, haben derzeit noch einige Hürden und sind deswegen auch noch auf die USA bzw. auf den Staat dort und auch auf staatliche Behörden wie zum Beispiel die CIA angewiesen, denn da kommt natürlich noch sehr, sehr viel Umsatz. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum die Palantir-Aktie so abgegangen ist nach den Quartalszahlen und wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir direkt bei den Highlights, das liegt damit zusammen, dass Palantir das erste Mal profitabel ist und zwar wirklich das erste Mal in der Geschichte von dem Unternehmen, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Hier vielleicht ein kleiner Hinweis, die sind Gap-profitabel und nicht Non-Gap-profitabel, nur damit ihr das auch einmal gehört habt. Das sollte jedem auf jeden Fall bewusst sein. An der Stelle muss man aber ganz klar sagen, das ist natürlich sehr, sehr positiv, dass die jetzt profitabel sind, denn man muss ganz klar sagen, die Prognose von Alex Karp und dem Management war eigentlich, dass Palantir erst im Jahr 2025, 2026 irgendwann dann profitabel sein wird. Das heißt, das war eine sehr, sehr starke Überraschung, dass Palantir auf einmal jetzt schon profitabel ist, obwohl wir ja eigentlich ein Jahr der Rezession erwarten, ein sehr, sehr schwieriges Jahr, was natürlich sehr, sehr cool ist.
Dementsprechend hat aber die Aktie natürlich reagiert und ist nach oben geschossen. An der Stelle muss ich aber sagen, vielleicht nicht zu viel Hype erwarten, denn es gibt definitiv noch einige andere Probleme, auf die wir eingehen werden. Trotzdem müssen wir an der Stelle einfach anerkennen, dass Palantir Stand heute profitabel ist und damit hat einfach keiner gerechnet. Ich habe super viele Analysen dazu geguckt, super viele YouTube-Videos, auch im englischsprachigen Bereich und ich habe keinen einzigen gesehen, der damit gerechnet hat, was natürlich super ist. Und wenn wir uns das hier angucken, dass wir jetzt wirklich bei 0,01 Penny gerade liegen, dann ist das Ganze schon echt fantastisch, zumindest für alle, die jetzt schon investiert sind. Und wenn wir uns jetzt auch die Prognose anschauen von Palantir, dann sehen wir für das Jahr 2023, haben die auch vorgenommen, das Ganze auch profitabel zu lassen. Das heißt, das ist definitiv schon mal sehr, sehr positiv. Leider ist das Wachstum jetzt, wenn man sich das ausrechnet, Prozentzahlen jetzt nicht bei 30%. Also wir sind da definitiv unter den 30% Wachstum, die man eigentlich noch vor ein, zwei Jahren angepriesen hat oder gesagt hat, dass das angezielt ist. Das ist definitiv nicht so cool, aber muss man dann eben schauen, wenn das Ganze übertroffen wird, dann umso positiver natürlich für den Aktienkurs. Werden wir natürlich sehen, wie das Jahr 2023 sich weiterhin entwickelt. Bevor wir jetzt hier gleich auf die Probleme von Palantir noch eingehen, hier noch ein paar positive Sachen, die definitiv sehr erfreulich sind für alle Investoren, denn wir haben hier jetzt während dem vierten Quartal 2022 gesehen, dass Palantir 55 Deals nochmal abgeschlossen hat. Da war auch das Thema sehr, sehr wichtig, das ich auch zum Beispiel in den letzten Videos immer wieder mal angesprochen habe, dass Palantir definitiv diversifizieren sollte, also den Umsatz auf verschiedene Kunden diversifizieren sollte, also mehr Kunden auch braucht, von denen die Geld kassieren. Vorher war da ein sehr, sehr großes Klumpenrisiko da, weil man halt ganz wenige Kunden hatte und die haben den meisten Teil des Umsatzes gemacht. Bedeutet natürlich, wenn die dann aussteigen, dann verliert man auch den ganzen Umsatz. Hier sehen wir auf jeden Fall eine Diversifikation, was das Ganze angeht, denn man hat mindestens 11 Deals mit mindestens 5 Millionen Umsatz, was sehr, sehr cool ist, und dann nochmal 5 Deals, die mindestens 10 Millionen Umsatz haben, was natürlich super positiv ist. Also das ist wirklich ein sehr, sehr positives Zeichen. Genau das gleiche auch bei der Bruttomarge, der angepassten Bruttomarge, die ist nach oben gegangen auf 82%, was sehr, sehr positiv ist. Das hatte ich auch in meinem letzten Video, meine ich, gesagt, dass es wichtig ist, dass wir hier in diesem 80er-Bereich bleiben und wahrscheinlich mit das Geilste für dieses Jahr, beziehungsweise generell für so ein Rezessionsjahr, was sehr, sehr viele Investoren halt eben feiern, ist natürlich, dass Palantir einen freien Cashflow hat und keine Schulden. Und das muss man einfach ganz klar sagen, ist sehr, sehr gut. Denn wenn die Zinsen steigen, dann sind natürlich sehr, sehr viele Unternehmen gefährdet. Denn die können vielleicht zum Beispiel nicht die Zinsen zahlen. Und Palantir, dadurch, dass die nicht verschuldet sind, interessieren sich gar nicht, was da draußen am Zinsmarkt passiert. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Damit kommen wir aber jetzt zu den Problemen, die Palantir tatsächlich Stand heute noch hat, die auch nicht so positiv sind für einige Investoren. Und wir müssen als Investoren auch wirklich die Realität sehen. Wir müssen auch objektiv bleiben und das Ganze auch fair bewerten. Und wenn ich mir zum Beispiel die Net Dollar Retention anschaue, die ich auch zum Beispiel in meinem letzten Video angesprochen habe bei Palantir, dann finde ich das Ganze tatsächlich leider nicht so gut, denn ich hatte dort zum Beispiel gesagt, dass wir schon im dritten Quartal gesehen haben, dass die Net Dollar Retention bei 119% gelegen hat. Wir hatten auch so einen Abwärtstrend gesehen bei der Net Dollar Retention. Wie gesagt, schaut euch gerne das letzte Video an, da erkläre ich auch ganz genau, was diese Kennzahl aussagt. Es ist die wichtigste Kennzahl bei SaaS-Unternehmen, was Palantir halt eben ist. Und da sehen wir, dass wir jetzt nur noch 115% Net Dollar Retention haben, was ein bisschen traurig ist und auch ein bisschen so einem Sorgen bereitet, was das Produkt angeht. Aber okay, das ist definitiv ein Thema fürs nächste Quartal, dass wir das im Auge behalten. Zum anderen haben wir natürlich auch immer noch das Thema mit den Stock-Based Compensations. Also wenn wir uns das Ganze hier angucken, dann war es natürlich im Jahr 2021 wirklich geisteskrank, kann man gar nicht anders sagen, wie viel hier an Stock-Based Compensation verbucht wurde. Das ist schon krass. Das sind quasi die Aktienpakete und Optionspakete mit Palantir, die man an die Unternehmen, an die Mitarbeiter rausgibt. Und im Jahr 2022 ist das Ganze jetzt zwar zurückgegangen, ich muss aber noch sagen, das ist eine wirklich, wirklich sehr, sehr starke Zahl. Denn an der Stelle haben sich jetzt viele Investoren gefragt, hey, wir sind das erste Mal profitabel mit Palantir, warum erreichen wir jetzt hier nicht die Allzeithochs? Denn bei den Allzeithochs waren wir ja nicht profitabel. Wie kann das sein? Ne? Warum ist die Aktie jetzt nicht so bewertet wie zum Beispiel vor ein, zwei Jahren? Und hier muss man ganz klar sagen, worauf halt super viele Investoren achten oder mit die meisten Investoren achten, sind natürlich die Earnings per Share. Und hier haben wir die Adjusted Earnings per Share, die diluted sind, die verwässerten, kann man halt eben sagen, da die Stock-Based Compensations dort mit drin berücksichtigt sind. Und hier sehen wir dann halt eben ganz klar, das war jetzt im Jahr 2021 noch bei 0,13, also da hat man noch 13 Pennies pro Aktie quasi gehabt und im Jahr 2022 quasi nur noch die Hälfte, die 0,06.
Und das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiges Indiz für uns, dass wir definitiv noch nicht mit Palantir so weit sind, dass die Aktie so bewertet ist, wie halt eben vor ein, zwei Jahren. Also dementsprechend muss man ganz klar sagen, da ist noch ein weiter Weg vor Palantir. Wobei ich auch sagen muss, vor ein, zwei Jahren, als die Aktie so stark bewertet wurde, hing das natürlich auch mit dem Hype zusammen. Jetzt nicht nur mit dem inneren Wert von Palantir, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Zu guter Letzt, wenn wir uns noch so eine Discounted Cashflow-Bewertung anschauen, zum Beispiel bei AlphaSpread, dann sehen wir, wenn man das Ganze auf die nächsten 5 Jahre sieht, dass wir Stand heute bei Palantir wirklich immer noch sehr, sehr stark überbewertet sind mit ungefähr 38%, was natürlich schon sehr, sehr knackig ist. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel sich anschaut, was die Wall Street Analysten erwarten, was dort so für Prognosen abgegeben werden, dann sehen wir tatsächlich, dass wir dort auch noch, im lowest Forecast, wenn man jetzt ganz sicher gehen möchte, dann mit 50% überbewertet sind, was sehr, sehr krass ist. Wenn man jetzt vom Durchschnitt ausgeht, dann sind wir genau da, wo wir sein sollten. Wobei man an der Stelle ganz klar sagen muss, warum sollte man dann in ein Unternehmen investieren, wenn man jetzt genau da ist, wo man sein sollte. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja eher in Unternehmen investieren, die unterbewertet sind, damit wir halt eine sehr, sehr schöne Rendite mitnehmen können. Und das ist bei Palantir jetzt laut der Wall Street tatsächlich nur im allerbesten Fall möglich. Dort natürlich auch sehr, sehr krass mit 83%. Aber ob das Ganze dann am Ende so ausgeht oder nicht ausgeht, muss man sich anschauen. Definitiv muss man sagen, dass dieses Quartal 2022, also Q4, sehr, sehr überraschend gewesen ist. Denn endlich kann Alex Karp behaupten, dass Palantir profitabel ist. Das ist definitiv sehr, sehr gut. Aber ihr merkt selber schon, die Aktie ist kurzzeitig explodiert. Da gab es kurzzeitig einen Hype, weil man halt dieses Wort profitabel gehört hat. Deswegen würde ich das Ganze jetzt auch nicht sehr, sehr stark hypen, würde jetzt nicht noch stark nachkaufen oder sonst was. Ich halte meine Position weiterhin. Ich will mir jetzt die nächsten Quartale anschauen. Das war das erste Quartal, wo ich sage, ey, ganz cool, es ist eine positive Entwicklung zu sehen. Es gibt aber noch ein paar Stellschrauben, auf die wir achten müssen, weil die dennoch irgendwie kritisch sind. Also da sind die Trends auch nicht so positiv, wie ich die mir jetzt erwarte. Du kannst aber gerne deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Vor allem, auf welche Kennzahlen achtest du? Machst du auch eine Chartanalyse? Ja, nein. Was siehst du für Resistance- und Supportlinien? Schreib mir das gerne rein. Ist für mich natürlich als Investor sehr, sehr wichtig. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video.